Damen und Herren. Da sind wir wieder in der Halle 32B am TLV-Stand Nr. 8. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich freue mich. Wir haben auch heute wieder für Sie viel Informationen natürlich vorbereitet und nette Gäste eingeladen. Wir starten wie immer musikalisch, wie Sie es von uns gewohnt sind. Er ist ein aufsteigender Stern am deutschen Schlagerhimmel und er kommt aus dem tiefen Süden dieser Republik zu uns nach oben. Und damit befindet er sich zweifelsfrei hier auf der IFA unter fremden Sternen. Viel Spaß mit Stefan Falk. Ich höre sie im Traum, Spaniens Gitarren, du tanzt durch den Raum, Blicke erstarren die Männer in der Bar, sie sind dem Wahnsinn nah. Ich hab dich geliebt und mich verloren, alles hätt ich dir aufs Herz geschworen. Du hast nur gelacht und dann zu mir gesagt: Unter fremden Sternen werden Träume wahr und zwei Wünsche kommen sich gefährlich. Deinem Zimmer, was ich für dich fühl, das ist für immer, alles flieht in mir, nach einem Jahr von dir. Nacht mit dir am Strand, weit weg vom Hafen, wo wir zwei uns sahen und doch nicht trafen, sagtest du ganz leis, du willst zu viel von mir. Unter fremden Sternen werden Träume wahr und zwei Wünsche kommen sich gefährlich nah. In der Morgensonne wirst du wieder wach und dein Herz wird für eine andere schwach. Ich kann dich nicht vergessen. Ich bin ganz nah bei dir und manchmal glaube ich zu spüren, du liegst neben mir. Unter fremden Sternen werden Träume wahr und zwei Wünsche kommen sich gefährlich nah. Stefan Ralf unter fremden Sternen und damit trifft das eigentlich auch für sich persönlich ganz genau. Stefan, grüß dich, du bist noch nicht so oft in Berlin gewesen, habe ich mir sagen lassen? Nein, ich war noch nicht sehr oft in Berlin, aber gerne in Berlin. Sogar das erste Mal vielleicht? Nein, natürlich nicht. Nein. Schon das eine oder andere Mal da gewesen. Ich habe auf jeden Fall einen Koffer feststehen. Er hat noch einen Koffer in Berlin. Mhm. Stefan, es ist ja gerade für junge Schlagersänger, die also nach oben wollen, ganz wichtig, die richtigen Leute zu treffen und das ist, glaube ich, bei dir geschehen. Ja, ich habe Norbert Hammerschmidt kennengelernt. Der Norbert Hammerschmidt ist derjenige, der Roland Kaiser gemacht hat, geschrieben hat, Santa Maria, dich zu lieben und so weiter und so fort. Der hat mich gehört und hat gesagt, da können wir was Brauchbares anfangen und das machen wir. Wir sind gerade dabei. Ende September kommt die neue Platte raus und ich denke mal, dass es ab dann richtig schön steil nach oben geht.
Die Branche ist ja sehr von Neidern auch geprägt. Nicht? Wer es mal geschafft hat, der möchte auch da an der Spitze bleiben. Wenn jemand Neues nachrückt, vielleicht mal so für die Zuschauer, die gar nicht sich so vorstellen können, was es heißt, eben sich nach oben zu kämpfen. Hast du negative Erlebnisse auch bis jetzt auf deinem Weg gehabt oder ist bis jetzt alles easy gegangen, alles leicht geflutscht? Nein, natürlich nicht. Es gibt auf diesem Gebiet sehr viele Leute, die sagen, pass mal auf, ich bringe dich ganz groß raus aus dem Geschäft und das ist das Problem. Das ist meist so, also das hast du auch alles hinter dir. Aber da wetzt man sich natürlich ein bisschen die Hörner ab und ich kann dir nur die Daumen drücken, ja, mit deinen tollen Songs, die ja auch ein bisschen poppig sind, die einem ins Bein und ins Blut gehen, ganz nach oben zu kommen. Stefan, schönen Dank. Wir hören jetzt aber noch ein bisschen was von dir. Ja. Etwas, was wirklich ans Herz geht. Ja. Ganz viel Liebe mit drin. Wie heißt es? Ich liebe dich wie ein Mann. Ja, Musik und Information direkt von der IFA, das ist TLV Television in der Halle 32B am Stand Nr. 8, meine Damen und Herren. Ich habe mich ja ein bisschen hier in meine Bar zurückgezogen. Unser Uwe hat mir schon einen Cocktail gemixt oder er ist gerade dabei. Uwe, wie sind denn die Cocktails so von dir heute? Wie gesagt, immer noch der Hennessy Madame Louise, der überall bombig ankommt. Gut, aber er macht im Moment noch keine Anstalten mehr einen zu mixen, ich werde ihn noch dazu bringen. Wir haben zwei neue Showgäste, meine Damen und Herren. Sie werden gleich alle Mädels vor den Bildschirm und mit Sicherheit hier auch auf der IFA zum Kochen bringen und reihenweise in Ohnmacht fallen lassen. Denn so sehen sie aus. Und sie haben all das, was ich nicht habe, nämlich einen tollen Buddy und ganz offensichtlich auch eine Menge zu trinken.
Hier kommen sie auf unserer Showbühne. Viel Spaß mit Baby Paul and Miller. Ja, das waren also Baby Paul und Miller. Dazu müssen wir natürlich ein bisschen was erklären. Das ist Baby Paul und das ist Eddie Miller. Jetzt ist natürlich die Frage, der Kontrabass, bist du dann die Stimme? Yo. Das hört man. Man merkt, klingt alles sehr international, aber stammen tut ihr beide aus München. Stimmt, aus München, genau. Und wie kommt man dazu, jetzt so tolle internationale Musik zu machen? Wahrscheinlich durch die Einflüsse, die wir auf unserer Reise beeinflusst wurden. Nee, wir waren 2-3 Jahre so unterwegs im Ausland, erst über Ägypten, Kanada, New York, Tahiti und Kalifornien, und da hat man schon so manche Erlebnisse, die einen beeinflussen, und haben auch verschiedene traditionelle Musiken von Völkern, zum Beispiel in Tahiti, mit einfließen lassen in unsere Musik. Die hört man auch bei dem nächsten Titel, der heißt Sailor in the Storm, und das sind so Marquesa-Chöre, das sind so die tahitianische Volkssängerinnen, die da im Hintergrund zu hören sind, mit denen wir auf Tahiti gearbeitet haben. Tears in the Rain, was wir gerade gehört haben, ist ja hervorragend gelaufen, auch im Radio, auch im Fernsehen. Jetzt kommt natürlich, ihr seid überall unterwegs gewesen. Ich befürchte mal, der Titel entstanden ist dann letztendlich in München. Nein, der ist tatsächlich in Kanada entstanden, ganz wüst, die Anfänge zumindest. Und dann beendet haben wir ihn in Tahiti tatsächlich, ja. Und wo möchtet ihr gerne noch hin, wenn es, also dann heißt sicherlich mal auch die Nummer 1 auf den Hitparaden, wo wart ihr mit Tears in the Rain so ungefähr? In den 120, 30 so,
Das hat er mal geschwankt, aber leider nicht in die Top 100 gegangen. Aber wir arbeiten dran. Gut, also toi 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 für euch beide, dass es weiterhin so wunderbar läuft. Tolle Musik und jetzt hören wir dieses Stückchen, was sozusagen auch entstanden ist, nochmal wo? In Tahiti. In Tahiti, ja. Komplett. Habt ihr das auch geschrieben, aber aufgenommen habt ihr das dann nachher irgendwo in Deutschland, ja, oder? Wir haben teilweise schon in Tahiti angefangen aufzunehmen. Wir hatten ja dort die Möglichkeit mit wunderbaren Sängern und so einer tahitianischen Tanzgruppe und so Trommeln zu arbeiten eben und auch eine Sängerin, die aus den Marquesa Islands kommt und die auch den Anfang des Stückes singt. Das hört man jetzt auch deutlich. Also, meine Damen und Herren, für Sie noch einmal hier bei TLV auf der Internationalen Funkausstellung 1999 in der Halle 32B, Baby Paul and Miller. So love is hate, ain't a place to see men drown. Ooh, yeah. I've tried to make a difference, but I think I ran too fast. In a time when I knew Jesus, in a time when devil's last. Yeah. I won't be running no more. Well, I'm sure I would find what I am looking for. So far away from me, I'm sure it won't be further than the blind can see. Like a ship on the shore, not moving anymore. I wanna die to be reborn. Like a lover all alone, I need to love to ride home. No sailor in the storm. Won't help me to get back. Well, I'm getting kind of dizzy on a train without a track. Ooh, yeah. I wanna know the time is leading, but I couldn't keep the pace. And although my feet are bleeding, I wouldn't win the race. Yeah. I won't be running no more. Well, I'm sure I wouldn't find what I am looking for. So far away from me, I'm sure it won't be further than the blind can see. Like a ship on the shore, not moving anymore. I wanna die to be reborn. Like a lover all alone, I need to love to ride home. A sailor in the storm. Love to ride a boat, a sailor in the storm.
Baby Paul and Miller, und von denen werden wir bestimmt in Zukunft noch eine Menge mehr hören, meine Damen und Herren. Und wenn Sie, besonders die Mädels natürlich, Ihren Stars mal ein bisschen näher kommen wollen, dann geht das im Multimedia-Zeitalter ganz einfach, denn Baby Paul und Miller haben eine eigene Homepage. Ich gebe mal kurz die Adresse, das ist http://babypaulandmiller.com. Da gibt es Fotos, natürlich CDs zum Bestellen, alles, was das Herz begehrt. Ruhig mal reinschauen. Ich schaue mich jetzt noch mal ein bisschen auf der Messe um, nutze das kleine Päuschen, was wir jetzt für Sie einlegen, um neue Informationen zusammenzutragen. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Im nördlichen Teil Berlins liegt Lübars, eine von den ansässigen Landwirten gepflegte und in ihrem ursprünglichen Zustand erhaltene Oase. In dieser ländlichen Idylle befindet sich das Restaurant Fließtal Reithalle. Genießen Sie und erholen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre mit dem Ausblick in die Reithalle. Das Restaurant zeichnet sich durch gepflegte Speisen der gut bürgerlichen deutschen Küche aus, beispielsweise hausgemachte Kohlroulade oder das berühmte Cowboy-Steak in der Pfanne serviert, mit Whisky mariniert und deftigen Beilagen. Übrigens, am 11. September startet wieder das große Reithallenfest mit Live-Musik und Diskothek. Ein Ausflug nach Berlin-Lübars lohnt immer. Restaurant Fließtal Reithalle, rufen Sie uns an 402 6233. Seepark Kurhotel am Wandlitzsee. Das ideale Ziel für Ihren Kurzurlaub oder Ihre Landpartie. Lassen Sie sich in niveauvollem Ambiente von unserem erstklassigen Personal verwöhnen. Oder Sie genießen einfach den wunderschönen Blick auf den klaren Wandlitzsee. Auch kulinarisch genießen Sie unsere feine französisch-mediterrane Küche. Frische Produkte werden für Sie à la minute zubereitet. Der Tagungsraum für ca. 60 Personen ist mit hochwertiger Technik ausgestattet. Entspannen Sie sich, buchen Sie unser Vital-Wochenende. Ideal für Ihre Sport- und Freizeitaktivitäten, ob Schwimmen, Rudern, Reiten, Radwandern, Golfen oder Tennis spielen. Seepark Kurhotel am Wandlitzsee, nur 30 Autominuten von Berlin-Mitte. Die Gemeinde Dahlgol liegt direkt am westlichen Stadtrand von Berlin und ist auch als Wohnort schon heute sehr beliebt. Den Zoologischen Garten in Berlin beispielsweise erreichen Sie in 18 Minuten. Die Verkehrsverbindungen von und nach Berlin sind ideal. Sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Sie rasch in der Berliner Innenstadt. Auch mit Einkaufsmöglichkeiten ist Dahlgol hervorragend versorgt. Allein das Einkaufscenter Havelpark bietet 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Sportsfreunde kommen in Dahlgol auch voll auf ihre Kosten. Für die entstehenden Häuser werden ausschließlich Baustoffe bekannter Markenhersteller verwendet. Alle Objekte sind unterkellert und haben durchdachte Grundrisse. Sie wünschen nähere Informationen über Ihr neues Zuhause? Dann rufen Sie uns an. GIV. Optische Veränderung gefällig? Wir helfen Ihnen dabei. Ob waschen, schneiden, legen, föhnen oder färben, alles wie von Meisterhand. In freundlicher Atmosphäre, betreut von fachgerechtem Personal. Ein Friseur für die ganze Familie. Tonis Haarstudio fünfmal in Berlin. Ihr Friseur im Norden Berlins. Auch am Montag für Sie geöffnet. Sie finden uns in der Müllerstraße 3 und Müllerstraße 66, Eichborn-Damm 70, Bruno-Straße 58 und Trettach-Zeile 3. Und wann schauen Sie mal vorbei? Sie möchten mal wieder gepflegt essen und tanzen gehen? Warum nicht? Las Vegas, mitten in Berlin. Zum Beispiel jeden Freitag Disco Night mit einem riesen Gratis-Schlemmerbuffet von 21 bis 24 Uhr.
Las Vegas, die andere Diskothek. Seit über 30 Jahren sind wir nämlich deshalb anders, weil wir Krach machen, den anderen überlassen. Bei uns ist Partytime noch immer die gekonnte Mischung aus Rock, Pop, Tango oder auch Foxtrot oder kulinarisch von Bulette bis Kaviar. Mittwochs unsere berühmte Lady Night mit Gratis-Sekt für die Damen. Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre in Las Vegas. Hier ist gutes Anziehen noch anziehen. Oh, what a night. Oh yes, it's Lady Night and the feeling's right. Oh yes, it's Lady Night. Oh, what? Rohrbergreifen in Steglitz. Ein Komplettservice für Ihr Auto. Sommerreifen, Winterreifen, Allwetterreifen. Reifen aus neuester Technologie. Beratung und guten Service schreiben wir ganz groß. Überprüfung und Montage in unseren neuen Werkstatträumen. Für Ihre Reifen führen wir auch modernste Felgen. Und wenn Sie schon mal bei uns sind, dann tanken Sie Ihr bestes Stück gleich voll. So wie es die Prominenz bei uns auch macht. Am Reifen hängt Ihre Sicherheit. Wir sorgen für Kontakt. Weit und breit. Rohrbergreifen in Steglitz. Sicherheit ist unser Job. GWG Marzahn Natur EG. Wir informieren. Es gibt viele Gründe zum Erwerb der Mitgliedschaft in unserer Wohnungsgenossenschaft. Zum Beispiel die Mieten. Die Netto-Kaltmiete beträgt ca. 6,15 Mark. In sanierten Wohnhäusern ca. 7,85 Mark. Die Betriebs- und Nebenkosten betragen ca. 4 D-Mark pro Quadratmeter. Weitere Informationen erhalten Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer. Roter Sand, an der Küste als Leuchtturm, in Berlin als Fischrestaurant bekannt. Ob Aal, Garnelen, Seelachs, Forellen oder Hummer, alle Gerichte werden täglich frisch zubereitet. Genießen Sie in gediegener Atmosphäre unser vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken aus traditionell regionaler Gastronomie, verbunden mit moderner internationaler Küche. Roter Sand, der Treffpunkt für Liebhaber schmackhaft zubereiteter Fischgerichte jeder Preisklasse. Auf der 75. internationalen Funkausstellung gibt es natürlich nicht nur die neuesten CD-Player, die neueste DVD oder Minidisc zu sehen oder wie hier vielleicht nebenan an unserem Stand den neuesten Plasmaschirm, sondern nein, es laufen auch lauter reizende Geschäfte rum. Und wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast hier bei uns, der einfach mal so vorbeigekommen ist, ein bisschen hier Promotion macht hier auf der Messe, auf der IFA. Das ist die Miss Germany 1999, gewählt im Big Eden. Jetzt bist du ja nun schon fast ein ganzes Jahr lang Miss Germany, Yvonne. Wie fühlt man sich so nach einem Jahr? Das war am Anfang sicherlich alles ganz aufregend, mittlerweile schon so ein bisschen Routine? Ich denke mal schon. Also am Anfang ist man sehr aufgeregt, aber jetzt geht das schon und jetzt ist man das ziemlich gewöhnt. Man sieht das ja hier bei uns auch ein bisschen im Bildausschnitt. Du bist ja immer nicht alleine unterwegs. Du hast immer so einen kleinen Schatten mit dir mit, einen Security-Mann. Braucht man das, wenn man so bezaubernd aussieht wie du? Nicht immer, aber manchmal schon. Also manchmal sind schon aufdringliche Leute dabei, aber halt nicht immer. Manche sind auch sehr nett. Ich meine, irgendwann war es klar, du bist die Miss Germany 1999, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, was kommt dann? Machst du vielleicht eine Modelkarriere oder sowas? Also ich model jetzt schon so nebenbei, aber ich denke mal, ich werde eine Schauspielkarriere machen und noch nebenbei singen und tanzen. Hast du da schon so irgendwelche besonderen Vorlieben? Möchtest du auf eine Schauspielschule gehen oder sagst du, also ich würde gerne mal ein Musikstück singen, so wie Punkt, Punkt, Punkt? Also ich werde jetzt anfangen, 20. September zur Schauspielschule gehen und studieren und werde dann noch nebenbei singen und tanzen. Auf jeden Fall singen. Ist denn dann dein großer Wunsch, dann die großen Klassiker zu spielen oder dann doch lieber gleich zum Fernsehen zu gehen? Also wenn ich natürlich Angebote kriege am Theater, dann würde ich das auch machen, aber wenn ich auch Angebote kriege im Fernsehen, dann würde ich auch das machen. Oder als Sängerin natürlich, dann auch das. Hast du denn schon mal auf den Brettern gestanden, die Welt bedeuten? Wie, auf was für Brettern? Also schon mal ein bisschen geschauspielert? Ja, also jetzt zur Zeit mache ich so Aufnahmeprüfungen und da muss ich schon ein bisschen Talent zeigen und ich denke mal, das kann ich schon ganz gut. Wie war es denn, als die große Entscheidung anstand? War es schwer? War die Konkurrenz hart bei dir?
ich denke mal, überall ist die Konkurrenz sehr hart und sie war auch diesmal sehr hart und man musste halt durch. Aber es funktioniert dann. Hast du denn noch irgendwelche Vorstellungen? Möchtest du noch eine andere Miss werden? Also weiß ich nicht, kannst du Miss Universe werden oder sowas? Wenn man die Wahl antritt, dann schon, aber ich denke mal, das reicht und ich bin ganz zufrieden und das Jahr hat mich vorangebracht und mal schauen, was nach dem Jahr wird. Also meine Damen und Herren, wenn Sie die Yvonne irgendwo noch hier auf der IFA treffen, ich habe das gesehen, sie hat auch Autogrammkarten dabei, man kann sie einfach ansprechen, nicht? Ist das richtig? Na, kriegt man auch ein nettes Autogramm von der Yvonne, eins vergibt sie nicht, nämlich ihre Telefonnummer. Bei uns geht es jetzt hier weiter bei Treffpunkt Berlin mit einer Gruppe, die unsere Berliner sicherlich schon sehr, sehr häufig gesehen haben. Es ist eine der meistbeschäftigsten Clubbands hier in dieser Stadt. Sie haben gerade ihre neue Single veröffentlicht vor gut anderthalb Tagen. Und hier sind sie für Sie auf der IFA, auf dem Stand von TLV, hier in Halle 32B. Hier sind Flashback. Nach unserer Königin der Schönheit, vier nette Jungs, die gerade wieder mit neuem Produkt da sind. Ihr nehmt mich einfach ein bisschen in die Mitte. Ja, ein bisschen in die Mitte. Wolli, Flashback mit neuem Produkt auf dem Markt. Seit wann? Genau seit anderthalb Tagen. Wir waren froh, dass es zur Funkausstellung noch funktioniert hat. Sollte schon vorher rauskommen. Auf den letzten Metern, sagen wir mal.
24 Stunden, so heißt die neue Single. Sie hat ja dann doch etwas länger gedauert, als ihr sicherlich alle geglaubt habt, aber man muss natürlich immer noch mal ein bisschen am Sound was hin und her schrauben, oder? Der Hauptgrund war, dass nach diesem Solange du mir nah bist, was ja als As Long As You Love Me ein Riesenhit war, war das für uns sehr schwierig, einen eigenen Titel nachzuschieben, der dem gerecht wird. Da haben wir schon lange dran gebastelt, lange uns einen Kopf gemacht und deswegen hat es so lange gedauert. Rick, eins muss ich natürlich dann auch noch fragen. Solange du mir nah bist, war ja eine Covernummer, jetzt was von euch eigenes. Was bedeutet das, wenn man sagt, na jetzt haben wir auch noch eine eigene Nummer gleich als Single rausgebracht? Ich denke, das zeugt von unserem Selbstvertrauen, was wir haben. Also wir denken schon, dass es eine gute Nummer ist, sie wird gut laufen und dafür arbeiten wir. Jetzt gibt es natürlich immer so ein Favorite, Roger. Was ist es, die 24 Stunden oder das Stück, was wir jetzt gleich hören werden, der zweite Titel bei euch auf der neuen Single? Naja, das erkennt man meistens auf so einer Single schon ziemlich einfach, weil das ist eigentlich 24 Stunden ist dort der A-Titel, also der erste, und Nichts für die Ewigkeit ist der zweite Titel. Und entsprechend ist das eigentlich, wie soll man sagen, nach langen Überlegen und Meinungsumfragen, alles das, was man so eigentlich macht, weil man beide Titel eigentlich sehr, sehr toll findet, haben wir uns dann doch alle insgesamt eigentlich für 24 Stunden entschieden. Nichts für die Ewigkeit, jetzt läuft der Sebastian gerade weg, er hat keine Chance, er muss mitinterviewt werden. Komm her, Sebastian. Nichts für die Ewigkeit ist natürlich auch die aktuelle Single. Genau. Wann kommt denn das erste Album? Das ist eine gute Frage, aber ich schätze, wir werden erst noch ein paar Singles machen, weil du weißt ja selber aus dem Radiobusiness, dass man einfach in Platten bzw. auf Radiostationen eigentlich immer bloß der A-Titel gespielt wird. Es hat eigentlich keinen Sinn, Singles zu machen, da Dutzende von Titeln drauf zu machen, sondern wir machen jetzt erstmal lauter A-Titel und dann sammeln wir A-Titel und machen die dann auf eine LP. Aber das widerspricht ja ein bisschen, ne? Ihr untertreibt ja ein bisschen. Bei eurer ersten Single war es ja so, da waren drei Titel drauf und da waren auch zwei Eigentitel mit drauf und die sind ja auch im Radio gespielt worden. Da freut man sich drüber. Das ist ja ganz selten, dass ein zweiter oder gar ein dritter Titel im Rundfunk stattfindet, weil die meisten, wie Sebastian schon sagte, den A-Titel bevorzugen. Das ist eine schöne Sache, dass der zweite Titel der letzten CD bis heute eigentlich noch im Radio läuft und das hoffen wir natürlich auch von der neuen CD. Habt ihr denn in der Zwischenzeit genau euren Sound auch gefunden oder bastelt ihr da noch dran? Also viele sagen, es hört sich entfernt vom Satzgesang her ein bisschen in Richtung Münchner Freiheit an. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, sind der Meinung, es klingt etwas anders. Aber der Satzgesang wird immer wichtig sein bei den Titeln, die wir machen und vor allen Dingen immer eine kleine, schöne Geschichte. Nicht ganz tralala und ich lieb dich, sondern schon eine Geschichte hinter. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Flashback sehen wollen, wann ist euer nächster Auftritt hier in Berlin? Ich glaube, das nächste ist im Freizeitpark Lübars in Reinickendorf. Ich weiß nicht genau wann. Eine Open-Air-Geschichte, Straßenfest und da freuen wir uns schon drauf. Also, meine Damen und Herren, garantiert irgendwo sicherlich auch in den Eierschalen demnächst wieder zu sehen, die Gruppe Flashback. Und jetzt Nichts für die Ewigkeit, der Titel Nummer 2 auf der neuen Single. Viel Spaß! Vorbei, wie ist es passiert? Wer verlässt wen? Tausend Scherben, wer hatte Schuld? Wer gewinnt, wer verliert? Durch viel Gefühl ins Verderben, was nun bleibt, ist endlich einzusehen. Keiner von uns löst die Frage. Ich kann in einem Meer voller Blut gibt es nur Tränen.
zerstört und leider nichts für die Ewigkeit. In einem Meer voller Glut gibt es nur Tränen und Wut und weiter nichts für die Ewigkeit. Was nicht zusammengehört, wird immer wieder zerstört. Nichts ist für die Ewigkeit, das waren Flashback mit einem ihrer beiden neuen Songs auf ihrer neuen Single-CD. Also wenn Sie Lust und Laune haben, ab in den nächsten Plattenladen, da kriegen Sie natürlich auch die neue Single von Flashback. Auf der Bühne wird ganz schnell umgebaut, solange überbrücke ich an dieser Stelle hier, denn jetzt kommen wieder ganz, ganz heiße Neuerungen, die es hier auf der 75. internationalen Funkausstellung hier am Messedamm gibt. Auf dem Stand von TLV ist jetzt auf der Bühne mit was ganz, ganz Neuem der Ingo. Ingo, was hast du denn für uns? Ja, Ralf, ich habe hier was für dich, das würde dir bestimmt gut gefallen, du alter Partyhengst. Wenn du zum Beispiel mal so mit versteckter Kamera so deine Liebsten filmen möchtest, sodass es gar nicht auffällt. Die Firma Sharp hat nämlich hier auf der Messe eine Neuheit vorgestellt, die bestimmt alle, die in deinem Boot sitzen, brennend interessieren wird. Ich darf Ihnen ganz herzlich Frau Sibyl vorstellen von der Firma Sharp. Herzlich willkommen bei uns hier. Hallo. Das Gerät, um dieses geht es, Frau Sibyl. Das ist sehr, sehr klein, sehr kompakt, sieht ein bisschen aus wie ein zu breit geratener Rasierapparat, ist aber was ganz anderes. Was ist das? Das ist eine Internet-View-Kamera. Man kann mit ihr Fotos oder Filme machen, je nachdem, bis zu 60 Minuten Film oder 576 Fotos. Und das Ganze wird in einem sehr kleinen Format gespeichert, dem MPEG-4-Format, was speziell für diese Kamera entwickelt wurde. Und ja... Für alle diejenigen, die jetzt von der modernen Computertechnologie noch nicht so die Ahnung haben, MPEG-4, das sind so Kompressionsformate, genau, wo man also auf dem kleinsten Platz möglichst viel Daten unterbringen kann. Genau. Und das kann diese Kamera, das heißt, es gibt auch keine Bänder mehr oder irgendetwas, was man auswechseln muss. Nichts dergleichen. Also es wird auf einem kleinen Chip gespeichert. Der sieht dann etwa so aus, nicht größer als das, auf der Smart Media Card. Und ja, dann kann man eigentlich schon loslegen. Und das Schöne an der Kamera ist eigentlich auch, dass der Empfänger keine Probleme hat, keinen verstopften E-Mail-Briefkasten mehr, sondern man kann das ganz einfach öffnen. Es gibt dazu den Windows Media Player, den man sich ja kostenlos im Internet runterladen kann, sodass also wirklich keine Probleme mehr damit entstehen. Habe ich denn die Möglichkeit, mit diesem Format auch noch woanders mit aktiv zu werden? Das heißt, mir das vielleicht irgendwie als AVI oder irgendwas zu speichern und dann irgendwo im Fernseher auszugeben? Oder ist es wirklich eben nur für die Internetgeschichte gedacht? Es ist eigentlich wirklich nur für Internet gedacht. Es kommen auch relativ kleine Formate. Die Auflösung ist 320x240 für den Videobereich und dann etwas größer für den Fotobereich. Also man kann ja auch damit Fotos machen. Und ja, es ist eigentlich sehr schön, wenn man zum Beispiel Architekt ist und sagt, okay, Leute, ich habe hier dieses schöne Haus, wie wäre es, können wir das verkaufen? Dann kann man ganz schnell ein Foto davon machen oder einen kurzen Film, eine Innenaufnahme drehen und sendet das dann per E-Mail an das Hauptbüro. Genau. Wäre meine nächste Frage gewesen, wer braucht das? Was ich ganz interessant finde, ist, dass es hier also eine unheimlich schwenkbare Kameralinse gibt. Wir können es mal demonstrieren, meine Damen und Herren. Das heißt also, Sie können in die eine Richtung filmen, so ein bisschen wie so ein Chamäleon, würde ich sagen. Ja, ich gucke in die eine Richtung, Film aber in die andere. Und wer sich damit noch nicht so auskennt mit der modernen Technologie, der wird es gar nicht merken, dass er gerade abgefilmt wird. Genau, man kann sowohl in diese Richtung als auch sich selbst filmen, das ist klar. Man könnte es jetzt in die Jackentasche stecken und keiner bekommt mit, dass man gerade was aufnimmt. Das heißt, wenn ich morgens mal mein Make-up überprüfen möchte und nicht unbedingt einen Spiegel zur Hand habe, dann könnte ich das auch dafür benutzen. Wunderbar geeignet, mache ich seit Anfang der IFA so. Ja, das sieht man, nicht? Sie sind immer perfekt geschminkt, Frau Sibyl. Jetzt die große Frage natürlich, wie lange hält zum Beispiel eine Batterie? Ich glaube, das ist batteriebetrieben natürlich und wie lange kann man damit filmen außerhalb der 60 Minuten, die jetzt sowieso per Chip angelegt sind? Also es sind etwa 60 Minuten nur, die Batterien halten. Es sind vier R6-Batterien, die dafür gebraucht werden und die halten ungefähr 60 Minuten. Aber man hat immerhin einen Film. Ich glaube, bei Fotos potenziert sich das dann natürlich weiter nach oben. Wenn ich nur ab und zu mal Klick-Klick mache, dann kann ich es wahrscheinlich den ganzen Tag benutzen. Genau, genau, so ist es. Es gibt auch einen Anschluss für den normalen, also für die Steckdose. Das ist also auch kein Problem.
und ja. Mit rechargeable Batterien, also wenn ich jetzt Batterien haben möchte, die ich immer wieder aufladen will, geht's auch? Mit Akkus wird es ein bisschen schwieriger. Solche Geräte sind immer sehr empfindlich. Also das, für Akkus ist es nicht so gut geeignet. Es ist schon besser, mit Batterien zu arbeiten. Durch die Schwankungen wahrscheinlich, die dann so auf dem Stromsektor entstehen. Genau. Gut. Ja, Frau Sibbel, also ein sicherlich modernes und interessantes Gerät. Wir werden ganz sicher in der Zukunft noch mehr darüber hören. Es wird ja auch alles immer kleiner. Wollen wir gleich eine kleine Vorausschau noch machen? Die Messeneuheit von Sharp ist das hier natürlich, aber da gibt es sicherlich in den nächsten Jahren noch Weiterentwicklungen. Wo wird das eines Tages hinführen? Haben Sie dann Informationen darüber? Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall noch sich in der Auflösung verbessern, je nach Anfrage auch. Wir wollen ja natürlich von Sharp erstmal testen, wie das Gerät nun angenommen wird, aber ich habe den Eindruck, dass die Resonanz hier schon auf der Messe sehr groß ist. Und ja, es wird eine bessere Auflösung geben, es wird vielleicht noch einige unterschiedliche Lösungen geben, wie man das von dem Chip auf den Computer übertragen kann. Da gibt es jetzt auch noch einige Sachen, die man da verändern könnte. Man könnte unter anderem auch eine Direktübertragung einführen. Ja, oder zum Beispiel vielleicht sogar mit Sprache agieren. Das ist ja auch gerade der große Renner hier auf der IFA, dass ich ja zum Beispiel sage, bitte jetzt Frau Sibbel filmen und es tut es dann einfach, egal wo Sie sich befinden. Auch nicht schlecht, oder? Das wäre auch nicht schlecht, ja. Frau Sibbel, schönen Dank für diese Demonstration. Ein sicher sehr interessantes Gerät. Und wenn man es vielleicht multifunktional machen will, dann vielleicht doch mal irgendwann, oh Verzeihung, jetzt habe ich das hier, doch das noch, vielleicht doch noch irgendwann noch so eine Rasierfunktion mit rein, dann haben wir ja auf der Messe sicherlich noch mehr Spaß dran. Schönen Dank. Okay, meine Damen und Herren, wie gesagt, wir stellen Ihnen immer wieder Neuigkeiten vor hier auf der IFA 99. Es ist wirklich ganz spannend, ganz interessant. Und was wir jetzt in unserem Showblock für Sie bereithalten, das wird Sie sicherlich auch interessieren, weil es nämlich beides im Grunde miteinander kombiniert. Sowohl Musik als auch Technologie. Sie kennen ihn vielleicht. Er ist das Knuddelmonster zum Anfassen und er steckt voller Elektronik. Und er wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren das Tamagotchi-Fieber durchaus ersetzen. Sein Name ist Furby und er hört jetzt sogar einen eigenen Song. Viel Spaß mit Furby. Do 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 do
Ja, auf der Funkausstellung gibt es natürlich nicht nur die neuesten Radios, die neuesten Fernseher und die neuesten Handys. Es gibt ja einen Riesentrend, der im letzten Jahr aus Amerika rüberschwappte, dann auch nach Europa. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr zu Weihnachten in New York gab es das überhaupt nicht mehr. In keinem einzigen Kaufhaus, auch bei der Firma Schwarz, standen sie hunderte von Metern draußen an, um einen Furby zu bekommen. Ich weiß nicht, Chantal ist jetzt da bei mir von Furby and Friends. Ihr habt sie ja gerade gesehen, singenderweise und tanzenderweise. Hast du denn einen Furby zu Hause? Ich habe zwei Furbys zu Hause. Und das Sagenhafte ist, die unterhalten sich miteinander. Also wirklich willkürlich, die stellst du auf den Tisch oder sonst wo, die gucken sich an und die fangen an, miteinander zu singen, sich zu unterhalten. Also da ist ein Spaß nach dem anderen, jagt sich da. Es ist klasse. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr habt auch einen Furby mit auf der Bühne. Unterhaltet ihr euch denn mit ihm auch? Natürlich. Und wir streicheln ihn auch ab und zu. Der braucht auch seine Streicheleinheiten. Jetzt muss man natürlich wissen, Furby and Friends, was steckt eigentlich dahinter? Ja, Furby and Friends ist jetzt einfach der Act dazu, das Projekt Furby and Friends mit dem neuen Titel jetzt Big Fun. Das ist jetzt auch zu erhalten, diese Single. Und im Oktober kommt ein Sampler, wird er veröffentlicht. Und da sind dann verschiedene Titel drauf, verschiedene Stars. Furby stellt einfach Furby and Friends einfach seine Hits vor, immer wieder neue Titel. Single ist auch drauf von Big Fun und verschiedene andere Stars sind zu hören. Ich meine, man sieht das ja, ihr tanzt ja auch richtig toll nebenher, aber mit Furby ist das so eine Sache, ne? Reden kann er so nach und nach immer mehr, mit dem Tanzen, da hapert es dann ein bisschen. Mit dem Tanzen hapert es jetzt ein bisschen, mit dem Großen vielleicht, weil er ein bisschen korpulenter ist, aber die Kleinen, die tanzen auch richtig, richtig doll. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie demnächst irgendwo Furby und Friends sehen, Köpfchen streicheln, dann gibt es bestimmt eine ganz liebe Antwort. Zurück zu Ingo. Ja, Ralf, ich habe ja hier was viel Besseres. Ich habe hier was aus Fleisch und Blut, ja? Kann man auch Köpfchen streicheln, ne? Das ist unser Holger, ne? Das ist der Mann fürs ganz Grobe. Der Mann, der überhaupt hier die ganzen Sachen überhaupt möglich macht, weil er ist derjenige, der unsere Technik einrichtet. Holger, bist du genau wie Furby auch aus metallischen Einzelteilen zusammengesetzt? Ja. Habe ich mir fast gedacht. Okay, meine Damen und Herren, das war's mal wieder von der Internationalen Funkausstellung 99 hier in der Halle 32B am Stand 8 von TLV Television. Holger und ich werden jetzt hier nochmal so ein bisschen die Restgeschichten aufräumen. Wir danken fürs Reinschauen, sehen uns natürlich morgen wieder mit einer brandaktuellen Ausgabe von der IFA 99 und ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie wieder mit dabei wären. Holger, was machen wir jetzt noch Schönes? Wir gehen ins Las Vegas. Na, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.